Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge haben wir den Duellturm besichtigt. Und nun machen wir weiter mit Route 225, der Pfad des Trainings. Man könnte theoretisch auch nach rechts lang. Kann ich aber kurz auf der Karte zeigen. Man kann entweder hier nach oben oder man kann hier auch nach rechts. Aber hier steht 25 und hier steht 30. Deshalb denke ich mal, sollen wir vielleicht erstmal hier lang. Machen wir es auf jeden Fall mal. Let's go. Und keine Ahnung, was letzte Folge los war. Da war die Audio ein bisschen komisch. Sorry dafür. Sollte jetzt alles behoben sein. Das Überlebensareal befindet sich weiter vorn. Der Kahlberg liegt ebenfalls in dieser Richtung. Okay. Ich sollte mir ein paar starke Pokémon für den Duellturm fangen. Wäre logisch, ja. Ich hoffe, dass wir hier auf dieser Route auch noch ein bisschen leveln können. Wie wir sehen können, sind unsere Pokémon zwar schon über Level 60, aber ich finde, da geht noch mehr. Da geht noch viel, viel mehr, wenn man will. Ich will mal hochkraxeln. Ein wildes Bidifass hilft uns dabei natürlich, wie immer. Und ein Fläschchen KP Plus. Die werde ich bestimmt irgendwann mal benutzen, aber jetzt gerade habe ich keinen Bock. Diese ganzen Carbon und Eisen und Dinger. Muss ich eigentlich nie. Nie so wirklich. Ich habe nie das Gefühl, dass sie irgendeinen Unterschied machen, deshalb benutze ich die nie. Keine Ahnung, ich bin kein Fan davon. Bin von vielen Pokémon-Items kein wirklicher Fan. Davon bin ich aber ein Riesenfan. Ein Sonderbonbon. Stimmt, wie viele haben wir eigentlich von denen? Da bin ich mal gespannt. Wo sind die denn? Die sind doch bestimmt hier, oder? Die müssen hier sein. Ja. 8 Stück. Die müssen wir bald mal verteilen, oder? Ich glaube, wir können uns aussuchen, mit wem wir einen Doppelkampf haben wollen. So, gehen wir mal oben lang. Durch Sport der Natur werden Menschen und Pokémon stärker. In Kürze wirst du Pokémon aussenden, um mit mir zu kämpfen. Nein, echt? Sie muss eine Wahrsagerin sein. Oh mein Gott. Okay, let's go. Eigentlich sollten Doppelkämpfe kein Problem sein für Chelterra und Tails. So, auf jeden Fall mein Ziel hier in dieser After-Story ist, auf Level 70 mit allen zu kommen. Ich denke, das ist, das kennt alle an, ne? Ich denke, das ist eine gute Zahl. Warum sind die Level 50? Ich habe es gerade richtig gesehen. Level 50! Entwickel dich doch! Und du auch, Fleckmann! Was? Die geben mal nicht mehr XP, weil sie nicht gelevelt, weil sie nicht entwickelt sind. Das ist nämlich bei Pokémon immer so, dass manche Pokémon allgemein mehr XP geben als andere. Und Fakt ist, entwickelte Pokémon geben immer mehr Erfahrung als die Vorentwicklungen. Immer. Und wenn die ihre Pokémon nicht entwickeln. Okay, hier ist mein Entwickler, ja toll. Und wenn die ihre Pokémon nicht entwickeln, egal wie hoch die Level sind, dann bringt's auch nichts. Bringt das rein, gar nichts, rein, gar nichts. Genauso gar nichts. Bringen eure Pokémon hier gerade. Können gar nichts. Okay, gut, das Panzeron hat es vielleicht ein bisschen überlebt. Ne? Und ich hätte vielleicht eine Pflanzattacke gegen Lamus einsetzen können, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ne? Dann lassen wir die eine einzige Chance. Ne? Ja, siehst du. Ich habe ihnen die Chance gelassen. Ist deren Sache, was sie draus machen aus der Chance. In diesem Moment machen sie aber nichts Gutes raus. Sondern verkacken. Bam, ciao. Also, die ganzen Trainer in diesem ganzen Spiel sind total fragwürdig. Also, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Pokémon-Spiel gespielt habe, wo ich mich so sehr über Trainer aufrege. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich das einzige Spiel, wo ich mich total über die Trainer aufrege. Aber man muss leider fast alle machen. Also, jetzt in der After-Story eigentlich nicht. Aber in der Main-Story musste man eigentlich fast alle machen, wegen dem Pokédex, wenn du den komplett machen willst. Und das will man eigentlich. Okay, schon das Level-Up für beide Pokémon. Mensch, bist du stark! Als nächstes werde ich dir dein Preisgeld geben. Besser ist, gib her die Kohle! Du kannst überall stärker werden, das hängt nicht vom Ort ab. Richtig. Nein, das stimmt gar nicht. Das stimmt eigentlich gar nicht. An manchen Orten, wo die Pokémon an den Routen viel höhere Level sind, da kannst du natürlich besser leveln als auf Route 1, Pidiza und Stachelili, ne? Was da wohl mit dir geschehen wird,
Mach doch einfach, wonach die gerade ist. So wäre es auch spannender. Mhm. Da komme ich nicht durch. Ja, aber hier kann ich surfen. Ich glaube, dieser Ort hier ist nur für Pokémon fangen. Hier gibt es bestimmt ganz viele Gen 1 bis 3 Pokémon zu fangen. Ganz viele National-Pokémon. Sag ich mal. Wie führt denn das Ganze hier hin? Ich kann mich an gar nichts hier erinnern. Weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Oh, hier gibt es bestimmt ein Item. Ja. Yep. Hyper Shrank. Nach der Liga können wir die gut gebrauchen. Hier ist noch eins. Glaube ich. Nee, ist nur Fake. Okay, dann nicht. Hier eins. Nee. Ich habe sehr viel Glück mit den wilden Pokémon, aber ich will es auch nicht heraufbeschwören. Wir gehen auf Patrouille, um sicherzustellen, dass alles seine Ordnung hat. Und hin und wieder kämpfen wir auch. Und was machst du, während du kämpfst? Machst du dann immer noch Patrouille oder was dann? Ein Pokémon Ranger. Aha, hat dann Stylus und kann dann damit seine Pokémon umkreisen. Um die für einen Kampf zu benutzen. Yeah. Vielleicht jetzt vielleicht ja irgendwann mal die Pokémon Ranger Reihe. Die sind auch ziemlich cool, die Spiele. Ich weiß, ich habe einen Teil davon gespielt. Ich glaube, das war der letzte sogar. Muss der letzte gewesen sein. Der war richtig cool. Ah, oh, ist halt. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Aber gut, ich kann verstehen, wenn Pokémon Ranger nicht so was für jeden ist, weil Gameplay ist ziemlich eintönig. Du kreist halt gerne nur um Pokémon und ja. Das kann auf Dauer auf jeden Fall langweilig werden, vor allem weil die Spiele auch sehr lang sind. Weil in den Spielen ist der Fokus auf Story und nicht unbedingt auf Gameplay. Zumindest bei dem Spiel, was ich gespielt habe, war das so eine Mischung aus beidem. So eine gute Balance aus beidem. Ja. Auf jeden Fall ziemlich interessante Spiele. Vielleicht werde ich immer mal Let's Playen. Nicht in nächster Zeit, aber vielleicht irgendwann mal. Vielen Dank, dass ich dich besiegt habe. Kein Problem. Mach ich immer wieder gerne. Kennst du die Fähigkeit Mitnahme? Mit ihr kann man gut dazu beitragen, die Umwelt von Abfall zu reinigen. Aha. Auch cool. Beleber, woo. Beleber sind schön. Meiner Kampfstrategie fehlt irgendwas. Ich bin hergekommen, um herauszufinden, was es ist. Okay, dann sag mir mal Bescheid, wenn du herausgefunden hast, was es ist, ne? Der Ash Trainer Zack. Ich hab das Gefühl, wir sind aus Versehen in die richtige Richtung gelangen. Weil wir haben einen Trainer übersehen ganz am Anfang. Anscheinend führt er in eine Sattgasse oder so, weil ich glaube, hier oben hinter dem Haus ist schon direkt unser nächster Ort, kann das sein? Weil soweit ich weiß, ist die Afterstory hier nicht lange. Höchstens ein paar Stunden, würde ich es mal so schätzen. Ich denke mal, wir brauchen so höchstens 10 Folgen, um die ganze Afterstory durchzuhaben. Aber, sobald wir diese ganzen Inseln hier durchhaben, heißt das noch lange nicht, dass das Let's Play vorbei ist. Es gibt nämlich noch ein bisschen mehr Content, den ich euch zeigen möchte. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Und ja, ich habe extra gerade eine Sorgattacke gegen Miltank eingesetzt. Ja, fragt nicht. Knuddler? Oh nein, Knuddler mich nicht tot. Hey, no joke, Knuddler ist eigentlich eine der OP-eren Attacken, finde ich. Zumal, vor allem in einer ganz bestimmten Gen, war es ziemlich OP. Also ich mag die Attacke Knuddler, weil die ist echt stark. Soll man nicht unterschätzen. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Geld. Und dafür brauchst du Geld, aber das habe ich hier gerade abgezogen. Es war eine Ehre, gegen dich anzutreten zu dürfen. Der Kampf war von unschätzbarem Wert für mich. Ja, das ist doch toll. Ja, hier rechts gibt es noch irgendwas. Will ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen? Dann kommen wir auch nicht. Klatschen wir kurz zurück. Hoffen wir, dass wir keine wilden Pokémon begegnen. Weiß ich wieso, aber ich habe gerade irgendwie voll Glück mit den wilden Pokémon, dass gar keine kommen. Ja! Ich wusste, ich hätte es nicht heraufbeschwören sollen. Naja, was will man machen? So, ich würde jetzt aber wirklich gerne wissen, was hinter diesem Trainer und links auf der Seite noch so sich befindet. Meine Vogel-Pokémon tragen mich, wohin sie wollen. Derzeit bin ich... hier! Hier? Okay, warum ausgerechnet hier? Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier, kostenlose Hotdogs irgendwo? Boah, jetzt hab ich Hunger. Oder vielleicht gibt's Chicken. Weil er ja ein Vogelsammler ist.
Ja, habe ich schon mal was zu Brenda gesagt, glaube ich, oder? Sehr enttäuschendes Pokémon. Entwickel dich bitte. Und nicht nur deine Gala-Form, sondern einfach allgemein du sollst dich entwickeln. Das Gala Porenta wirkt für mich einfach wie ein ganz anderes Pokémon. Es ist nicht nur Porenta, es ist Gala Porenta. Es ist ganz anderes. Mein Hey Schwalbos ist zumindest ein starkes Pokémon. Aus Gen 3 Höhen. Was? Also, das ist so stark, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber deine Agilität wird dich nicht mehr retten. Ich werde dich trotzdem zerfleischen. Nam, 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 mit dem Knirscher. Nam, 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 nam. Nom, nom. Pow. Sie sind besiegt. Schön. Ein Level Up für Scorpio. Oh, warum muss ich ausgerechnet in der Duellzone landen? Ah, du bist einfach random irgendwo hingeflogen? Okay. Ich stamme aus der Höhenregion und bin erst plötzlich hier gelandet. Okay, ja genau, jetzt kommt man hier hin. Hier waren wir noch nicht. Gibt es irgendwas Besonderes? Ja, ein Item. Das Ganze für den Überball! Okay, Leute, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite wieder. Wupp! Wupp! Man kann hier verlangen. Oh, okay, das wusste ich nicht. Alles klar. Wupp! Wupp! Okay. Was findet sich hier im Haus? Hi. Bist du auf Trainingsreise? Hier, ich habe ein erfrischendes Getränk für dich. Danke für Tafelwasser. Was heißt die Quelle des Lebens? Ob das auch für Pokémon gilt, kann niemand sagen, da keiner ihren Ursprung kennt. Okay. Alright. Interessant. Zack. Gibt's hier was? Ja. Ein Gefäß voll Lachsrauch. Alles klar. Wieder zwei Wege. Aber das da oben ist, glaube ich, nur für einen Bonus. Deshalb gehen wir da erstmal ganz lang. Genau. Ich frage mich, was passiert, wenn man mit einem anderen Pokémon, was nicht Bidifast ist, surfen geht. Das frage ich mich. Dubios Disc. Ich meine, die Disc ist dafür, um ein Porygon zu entwickeln. Kann das sein? Ich meine schon. Aber dafür braucht man erstmal Porygon, ne? Das ist nicht das einfachste Pokémon zu bekommen. Meine Pokémon sind voll und ganz durchtrainiert. Du wirst vor Angst schlottern, wenn du siehst, wie stark sie sind. Aha. Ich glaube, das gleiche könnte ich auch gegen dich sagen. Iram. Iram. Pinsir. Dein Pinsir ist nun down. Cause I have Chilterra and it will crush you. Wie eine Wii U. I show you. Bam, bam. Oh, oh, jetzt macht das gleiche gegen mich. Au, au. Aber kein Damage. Frag mich übrigens nicht, warum ich Chilterra immer vorne habe. Ich habe es einfach immer vorne, weil ich es vorne habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bestimmt ändere ich das irgendwann mal, aber ich denke nicht, dass es jetzt so wichtig ist, ob ich ein bestimmtes Pokémon vorne habe oder nicht. Weil ihr seht ja, die ganzen Noobs hier können gar nichts. Also könnte wirklich jeder meiner Pokémon. Jedes meiner Pokémon könnte diese Gegner hier down kriegen. Und ich denke, Chilterra macht das schon so ganz gut. Okay, immerhin die Verteidigung. Vom Erdbeben. Mach aber platt. Mach's aber platt. Na, die Schlag duft schon jemanden, ne? Bam, 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 stirb. Ah. Weiß nicht, warum ich Knirscher eingesetzt habe. Das war ziemlich dumm eigentlich von mir. Aber manchmal denke ich nicht nach. Einfach Spam. Funktioniert schon. So wie früher. Jetzt schlottere ich vor Angst. Solltest du auch. Wo ich denn da beiße? Ich habe mein Team mit Protein, Carbon und vielen anderen Sachen aufgepeppt. Deshalb warst du so schlecht, ha? Verlässt dich nur auf solche Items. Das geht doch nicht. Was? Abkürzung, damit man nicht durchs Gras gehen muss, aber trotzdem muss man durchs Gras gehen, damit du hier durchkommst? Hä? Wozu denn die Abkürzung dort? Das ist ein Schneiderbaum. Ich dachte, es gibt alles an Gras, aber blöd. Das finde ich ziemlich unnötig.
Genauso wie die Pokémon-Auswahl hier. Aber gut. Oh. Da ist ein Trainer. Steckt sich dort. Ich unternehme weite Reisen auf der Suche nach würdigen Gegnern. Tja, ich schätze, du hast jemanden gefunden. Habe ich recht? Vati. Ein Vati ist ein cooles Pokémon. Falls ihr euch erinnern könnt, hatten wir eins in Pokémon Silber. Tatsächlich wurde es dann später zu einem Ampharos. Dieses Jahr war nicht Statik. Hätte ich wissen müssen, aber bin ich nicht drauf gekommen, aus irgendeinem dummen Grund. Das ist sehr blöd. Ich weiß aber nicht, wie lange diese Route geht, weil sie wirkt auf mich ja bisher schon ziemlich lange. Aber vielleicht ist sie ja gleich nach den Bergen hier vorbei. Wenn wir Glück haben, ist das der Fall. Ich meine, Tropius ist Pflanze Flug. Ich habe früher mal gesagt, dass Tropius voll das krasse OP-Pokémon wäre. Ich meine, guckt es euch an. Okay, gut, in manchen Spielen sah es halt größer aus als hier, aber trotzdem habe ich das immer gedacht. Und dann war ich ziemlich enttäuscht, als ich selber mal eins gefangen habe und gesehen habe, dass das Ding gar nichts kann. So, keine guten Attacken kann er lernen. Das ist komisch, ja. Es hat zumindest Bananen an seinem Kinn, immerhin. Aber keine Ahnung, ich finde Rubis ein sehr enttäuschendes Pokémon. Die müssen es mal buffen. In dir habe ich eine harte Widersacherin gefunden. In dir habe ich einen Noob gefunden. Hahaha. Ha, ha. Der Ausgang eines Kampfes hängt davon ab, wie sehr man an sein Pokémon-Team glaubt. Dann hast du wohl nicht beliebt. Ja, wo geht's denn lang? Ja, da oben gibt's ein Item, oder? Nicht mal? Wow. Wow. Nach oben. Nein. Ach, komm jetzt. Lass mal sehen. Mal sehen, lass mal sehen. Oi. Trainer. Und ein Item. Das schiere Potenzial der Drachen-Pokémon. Es könnte mich zum Champ machen. Sagt der Siegfried auch mal. Wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Keanu Reeves. Dratini. Ernsthaft? Du redest davon, Champ zu sein mit einem nicht mal voll entwickelten Pokémon. Du bist echt erbärmlich. Ich weiß nicht wieso, aber ich denke irgendwie immer, dass Dratini ein Wasser-Pokémon ist. Also Drache Wasser, aber das meine ich nur Drache. Ich meine wirklich, es war nur Drache und es war auch immer nur Drache. Trotzdem denke ich irgendwie immer, dass es zum Teil auch irgendwie Wasser ist. Oder bei Dragoran denke ich auch manchmal irgendwie, dass es Typ Elektro sein könnte oder so. Aber nur weil es solche Attacken erlernen kann, heißt das noch lange nicht, dass es so einen Typ hat. Ja, die Farbe eines Pokémon bedeutet nicht immer den Typen. Nur meistens. Aber nicht immer. Schwebt das ein bisschen? Ich weiß nicht, ob ich Erdbeben einsetzen kann. Ich weiß, dass Erdbeben viel Damage macht, aber ich traue mich das nicht mehr. Ich weiß, mein Chalterra ist paralysiert, aber ich bin zu faul, es zu heilen, weil ich denke, dass wir sowieso gleich fertig sind, weil ich habe schon das Schild gesehen. Das bedeutet eigentlich immer Anfang oder Ende einer Route. Und deshalb denke ich, dass wir da sowieso jetzt gleich schon im nächsten Areal sind. Es sind ja keine Städte hier, es gibt hier keine Städte, es sind ja nur keine Areale. So kleine Campingplätze. Ha! Wer braucht schon Items, wenn man die nach der Liebe hat? Ja, ja, check, Alter. Wir kuscheln später nach dem Video, ne? Wow, Dratini und Dragonier, aber kein Dragoran. Alles klar, Bro. Potenzial alleine reicht wohl nicht aus. Ich muss noch viel trainieren, um annähernd so stark wie jener Drachenprofi-Champ zu werden. Jo. Ey, Fungelstein, damit kann man Bummel entwickeln. Den nehme ich mit. Für die 100%. Das ist bestimmt Schnieke. Und hier geht's um Überlebensareal. Wir sind angekommen. Überlebensareal. Beweise dich. Okay, sorry, komisch Dieb.
Trainer, die im Dreieck scheitern, kommen hier, um zu trainieren. Okay. Das ist doch gut. Ich erzähle dir jetzt mal, was über diesen Vulkan, der Kahlberg genannt wird. Er existiert seit grauer Vorzeit. Seit damals, als Sonne durch die Verschmelzung von Zeit und Raum entstand. Lavaströme schossen aus dem Boden und sammelten sich zu lodernden Pfützen. Daraus formte sich ein Pokémon. Legenden zufolge hielt man das Pokémon mit Hilfe des Magmasteins unter Kontrolle. Mit der Zeit soll sich das Pokémon in den Vulkan verwandelt haben. Aha. Da herrscht ein Pokémon? Im Vulkan? Oh, das ist eine sehr interessante Struktur in der Stadt. Sehr interessant. Wie du unschwer erkennen kannst, bin ich ein Kameramann. Hi Boris. Hast du schon mal die fantastische Sendung Suche nach dem roten Garados? Die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Gesehen? Die habe ich gefilmt. Ja, sicher. Sicher. Bam, badam, badam. Es gibt eine Attacke, deren Stärke sich verdoppelt, wenn der Anwender von Vergiftung, Paralyse oder Verbrennung betroffen ist. Ich besitze einige Terms für diese Attacke. Möchtest du sie haben? Danke, verschenke sie einfach. Ich muss dir gar nichts zeigen. Nichts? Karolifans, gar nichts zeigen? Danke. Wenn dein Pokémon Fassade kennt, überlegt es sich, dein Gegner vielleicht zweimal bei einer Attacke einsetzt, die Schadensprobleme auslöst. Ja, ich bin kein Fan von dieser Attacke. Aber wer es mag, der mag's. Ich geb's auf. Ich schaffe es einfach nicht, den Vulkan vollständig zu erkunden. Okay, ist so heiß da drin oder sowas? Und warum ist das hier eigentlich jetzt, wenn wir auf die Karte gucken? Das Überlebensareal. Hier gibt's nichts. Da unten gab's zumindest den Duellturm, den Duellpark, aber hier? Gar nichts. Irgendwie traurig. Es heißt, das Universum wurde von etwas erschaffen, das aus einem Ei kam. Das hat mir mein Mann erzählt, den ich vor langer Zeit mal getroffen habe. Was? Dein Mann hast du vor langer Zeit mal getroffen und dann nie wieder? Okay, sehr interessant. Bei einem Multikampf ist die Koordination deinen Pokémon der Schlüssel. Gut abgestimmt kämpft man wie drei oder gar vier Trainer zusammen. Aber es kommt die Zeit, da ist man allein. Du weißt, wie ich das meine. Armer alter Opa. Meine Erfahrung hat für den Duellturm einfach nicht ausgereicht. Vielleicht sollte ich auf dem Kahlberg trainieren gehen. Aus irgendeinem bestimmten Grund versammeln sich dort die besten Trainer Sinnus. Die besten Trainer Sinnus? Vielleicht sehen wir da bekannte Gesichter. Was meint ihr? Aber es scheint so, bevor wir da hingehen, dass wir vielleicht erstmal ein bisschen weiter erkunden. Denn es gibt noch ein weiteres Areal und noch zwei weitere Routen. Da will ich auch noch gerne hin. Hey, reisender Trainer, ist ein Beutel voller Items oder vielleicht voller Träume? Was? Voller Träume, ja, ja, bestimmt. Muss manchmal auf die Karte gucken. Sorry dafür. Okay, wir können entweder jetzt Richtung Kahlberg nach oben oder wir gehen hier nach unten lang. Ich würde eigentlich lieber erstmal nach unten alles erkunden und dann nach oben. Aber ich finde das voll lame. Hier im Überlebensareal gibt es ja gar nichts. Das ist einfach nur zum Heilen und zum Items kaufen schnell. Ich meine, wirklich, für mehr ist das hier nicht. Hier gibt es nichts. Gar nichts. Nee, komischer Ort. Warum gibt es den? Sehr unnötig. Genau. Wir werden jetzt, hier lang gehen. Zack. Hi. Ich habe den Level meines Pokémon so weit erhöht. Sie selbst. Wahrscheinlich Level 50 oder 55, oder? Wahrscheinlich nicht mehr als das. Wahrscheinlich auch so ein Bediensteter nur. Oh, Panzer Eron. Kann sich nicht mal entwickeln. Ja, komm, dann zeig mir mal, was für ein Level ihr hier habt mit dieser Route. Es ist Level. Ja, habe ich ja erwartet. Ich habe gesagt 55, 56. Oh nein. Ich glaube, da werde ich jetzt meine Knie stottern. Aber nein, das tue ich nicht. Denn mein Tricky ist den gleichen Level. Nur andersrum. Ah, nee, doch nicht. Ich hab das bei Level 65, ist aber 66. Eigentlich ja besser, ne? Zack.
Ich schätze mal, die Trainer sind sowieso nur gedacht, um ein bisschen zu leveln und halt dem Spieler zu sagen, sei mindestens dieses Level, was die Gegner hier haben, sonst hast du gar keine Chance. Ich meine, ganz ehrlich, wie hast du dann den Champ besiegt? Wenn du nicht diesen Level bist. Das würde ich mir auf jeden Fall fragen. Brauchst du einfach einen noch höheren Level? Ja. Und mehr Pokémon brauchst du. Mein Pokémon, um ehrlich zu sein, war es mein erster wirklicher Freund. Oh, das ist aber traurig. Geh mal weiter. Ach, Route. Das ist sehr viel zum Kraxeln. Hier oben waren nur Bären. Man kann sie ja direkt von hier sehen. Schwerschweif. Keine Ahnung, was das macht. Hier können wir einen Doppelkampf machen. Oder auch nicht. Hey, die gibt's. Ich bin ein Drachenprofi. Was hältst du davon, wenn sich unsere Pokémon in einem kurzen Kampf messen? Habe ich nichts gegen. Ich habe auch nichts dagegen, kurz dich auseinanderzunehmen und zu löschen. Drücke die Delete-Taste und dann bist du schon weg. Seemon! Sieht man auch nicht alle Tage. Ziemlich underrated das Pokémon, wie ich finde. Auch Seetraking. Ich mag eigentlich das Design von Seemon mehr, aber Seetraking ist, glaube ich, insgesamt ein besseres Pokémon. Ist auf jeden Fall ein Drachen-Pokémon, oder? Es ist immer für Wasser. Aber ich meine nur Seetraking wäre Drache und nicht Seemann schon. Ich weiß es nicht. Habe es nie benutzt, deshalb weiß ich es auch nicht. Aber egal. Gyarados. Kann man nicht drin bleiben, oder? Aber kommt schon. Es ist ein Flug-Pokémon. Richtig. Aber wenn das Schweber hat, man hat ja gesehen, das hat Bedroher. Hä, trotzdem wirkungslos? Da steht's sogar. Ist das bei allen Flug-Pokémon so, dass sie nicht von Bodenattacken getroffen werden können? Das kann sein. Ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus. Wie man vielleicht schon gemerkt hat. Ne? Aber übrigens, unser Level von unserem Chatterra auch schon ziemlich nice. Ach, nicht ganz. Ich frage mich aber wirklich, was uns dort in Karlberg in Vulkan erwarten wird, weil die hypen das jetzt schon ziemlich auf, die ganzen NPCs. Und da geht ja auch die Afterstory richtig los, das Ganze hier drumherum ist ja nur Bonus oder halt Nebensache, die ich mir trotzdem gerne anschauen möchte, weil ich mich halt wie gesagt an alles hier nicht mehr erinnern kann und mich das halt schon interessiert. Die Trainer interessieren mich aber überhaupt nicht, trotzdem wenn wir alle down machen. Von Moos ist, weil ich bisher schon alle besiegt habe, glaube ich. Also gut, okay, die Polizisten habe ich besiegt. Ups, das war wohl nichts. Aber die Polizisten haben ja wie gesagt nur so Vulkanus und Feuer-Pokémon. Hi. Mutter Natur hat meine Pokémon behütet aufwachsen lassen und stark gemacht. Okay. Ich glaube nicht, dass das nur Mutter Natur war. Vogelprofi. Vogel, Golbat. Ich glaube nicht, dass man. Dass man Golbat als ein Vogel sehen kann. Oder allgemein auch so Fledermäuse. Das sagt ja schon der Name, dass das eher Richtung Mäuse ist und nicht Richtung Vogel. Ja, es hat. Es hat Flügel, aber ein. Wenn man Flügel hat, ist man nicht gleich ein Vogel. Oder? Naja. Wie man sieht, ne? Manche würden da jetzt Gegner argumentieren, nee, wenn man Flügel hat, ist man auf jeden Fall ein Vogel. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Was hast du denn dann noch so? Satu! Okay. Satu kann ich schon mehr akzeptieren als ein Vogel. Weil er ist ja auch ein Vogel. Ich meine, er hat einen Schnabel. Und doch, doch, ich denke, Xato kann man als Vogel abstempeln. Ich mag es übrigens überhaupt nicht, wie Xato in den 3D-Spielen fliegt. Es saß immer einfach still rum. Es stand immer einfach still rum. Ich hasse es, dass es hier fliegt. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Ich mag es nicht. Ich mag Xato wirklich sehr, aber diese Animation von Xato mag ich überhaupt nicht. Wie kannst du stärker sein als Mutter Natur? Indem ich stärker bin? Lol. Meistens kehren meine Pokémon direkt in ihre Pokébälle zurück.
aber manchmal schlafen sie auch auf meinem Kopf ein. Okay. Das ist sehr interessant. Hier gibt es noch ein schönes Item. Oh, die TM. Energieball. Sollte eigentlich auch eine relativ gute Attacke sein. Genau, hier. Ja, macht schon ziemlich viel Damage. Guck ich mir mal später an. Oder wann anders, besser gesagt. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch wann anders mein nächstes Video an. Mein nächstes Video wird nämlich die nächste Folge sein von Pokémon Leuchte Perle. Das war aber übrigens nicht versprochen. Vielleicht wird mein nächstes Video auch was anderes sein. Ich wollte es nur als Transition nehmen. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir uns dann den Rest dieser Inseln hier anschauen. Bis dann.